Was? Ich bin auf dem Boot? Ja, wir sind doch letztes Mal. Hallo Leute. Ja, hallo Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Let's Battle. Und ich habe eine Minimap. Yay. Ja, cool, ne? So. Da bist du. Ich gebe dir dann, wenn wir auf der Insel sind. Einfach da lang, da ist schon die Insel. Okay. Ja, wenn wir auf der Insel sind, habe ich eigentlich immer noch, bitte nicht in mich rein. Ja, ich habe immer noch Extreme und ich habe sagenhafte 100 FPS. Nein. Perfekt. Was ist? Wir haben ein Problem. Was? Wir haben nur die drei Eisenblöcke dabei. Aber in der Kiste sind doch hier auf der in Insel. In der versteckten Kiste sind die 10 Eisenblöcke. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ist das mein Rotkopf? Nee. Ich könnte wetten. Du laberst doch nur. Natürlich, ich könnte wetten. Da sind die nicht drin. Du laberst doch nur. Doch, hier sind die nicht. Hier ist nur das Brauzeug drin. Schau hier. Ach, fuck it. Scheiße. Okay. Oh Mann. Okay, unser Plan war jetzt eigentlich, dass wir hier mehr Waffen machen, damit wir so ein bisschen die Ruhe haben, wenn wir dahin zurückgehen, weil... Ja gut, was bleibt uns anderes übrig? Dann baue ich jetzt die Waffenbox hier ab und dann beeilen wir uns halt ein bisschen, ne? Wir können die Piat machen, aber... Nee, die Piat... Ich weiß nicht, ob das jetzt was... Also, die Piat würde... Nee, weil die englische Waffenbox ist bei uns in der Kiste, okay, oder? Okay. Hast du die englische Waffenbox? Ich hab keine Waffenbox, nee. Nee, dann habe ich hier nämlich die deutsche. Dann können wir jetzt aber auf jeden Fall MP44 machen, richtig? Nee, weil ich habe kein Gunpowder. Scheiß drauf, wir machen das zu Hause. Okay, was brauchen wir denn hier? Hier ist einfach nur so... Ich weiß nicht, nehmen wir alles mit, ne? Willst du alles mitnehmen? Ich weiß nicht, alles Nützliche. Und alles? Ja, so Glowstone, ne? Und Netherwarzen. Sollten wir doch vielleicht... Mit Lohnstäbe, ne? Wir haben unser Leben dafür gelassen, Alter, für den Stuff, Junge. Hier. Ja, dein Leben. Ja, mein Ich habe keinen Platz mehr. Ja, und den Rest würde ich sagen, lassen wir einfach da drin. Das brauchen wir eh nicht so wirklich. Die Large Ding. So für Notfall, weißt du? Für Notfall können wir das, glaube ich, ganz gut nehmen. Würde ich sagen. Ja. Was meinst du? Ja, lass es einfach drin. Lassen wir es drinnen. Gut, zubauen wieder. Okay. Hast du Sand? Ja, habe ich mir gerade aufgebaut. Ach, schön. Zack. Sehr schön. So, perfekt, ne? Okay. Gut, dann setze ich mich auch mal wieder im Boot. Dann schwimmen wir da jetzt zurück und dann probieren wir wirklich ganz schnell die versteckte Kiste zu öffnen. Du hast noch keinen Vapor, ne? Schwimmen wir mal hinterher. Ich schwimme jetzt direkt zur Kiste, holen das raus und an der Kiste noch machen wir ganz schnell die Waffen und geben das dann Lass lieber in ein Haus reingehen, nicht dass die hier... Nee, weil in einem Haus können wir uns niemals beide sneaken. Wenn wir draußen sind, sehen wir die eher weil die sehen uns eher an den Namensschildern als so, weißt du? Auf eine große Entfernung. Meinst du? Ja, ich bin mir nicht sicher, ne? So, wenn da zwei Leute einfach rumstehen, nicht, dass wir die noch zur Kiste lotsen. Ja, aber wenn einer Waffen macht, ja gut, dann gehen wir ein bisschen weiter weg von der Kiste, weißt du? Ein bisschen weiter weg, ja. Wir sollten uns hier auf dem Wasser so eine Base zur Ablenkung machen, weißt du? Das sollten wir machen. Unser Dorf, okay. Weißt du was? Wir gehen einfach auf diese Sandinsel. Siehst du die? Da gehen wir drauf. Die kleine hier? Genau, die kleine da rechts. Da gehen wir drauf, wenn wir die Sachen craften, weil dann können wir immer noch zur Not schnell abhauen mit dem Boot, wenn die uns bissen. Mhm. Okay? Ja, aber wenn die beide auf einen schießen mit dem Boot, ich weiß auch nicht. Wollen wir die Boote hier schon mal im Wasser lassen? Ich bekomme das nicht hin mit dem Aussteigen mit den Booten, das sage ich dir gleich. Doch. Ja, ich lasse nicht im Wasser. Ich habe das so schnell gesetzt. Wenn die das nehmen sollten oder so. So, ab jetzt sneaken. Okay. Oh, meistens kaputt gegangen. Ja, okay. Das ist blöd. Okay. Gehen wir schnell so. Hältst du ein bisschen Ausschau? Ich habe ein bisschen Angst, dass jemand da ist. Ja, ich schau gerade. Ich habe auch voll Angst. Weil die anderen haben gesagt, vor allem hier Potato, die haben schon die ganze Map erkundet. Wir haben so gerade gefragt und. Wie sieht's bei euch so aus? Ich mache die jetzt einfach auf und du hältst Ausschau oder soll ich Ausschau halten? Ich weiß nicht, ich glaube, du siehst es besser als ich. Egal, ich mache jetzt auf und gebe schnell meine Sachen da rein. Boah, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ja, Mann, ich mich aber auch, ey. Ich dachte schon, ich bin am rumgucken. So, ich lasse einfach mal Kohle. So, das gebe ich da rein, das und das. Mir kommt gerade alles so übertrieben wichtig vor. Mir kommt gerade alles so übertrieben wichtig vor. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, wo sind die, Alter? Bitte, mach mir jetzt so. Gib Sachen rein. Okay, schaust du? Ja, ich schaue. Oh, dieses Skelett eben, ich dachte schon, ich sehe einen Gegner. Fuck. Okay, das kommt alles rein. Soll ich meine Pferde rein? Oh, die Villager. Ich weiß nicht. Lass die im Inventar, wir gehen doch gleich mit den Pferden los, ne? Die Eisenblöcke nehme ich mit, okay? Warte, ist da drin die englische Waffenbox? Ja. Gut, nehmen sie raus, weil die brauchen wir eh. Und Gunpowder, nimm auch alles Gunpowder raus. 8 Gunpowder haben wir. Okay. Hast du das alles?
Ja, sonst hab ich alles. Ich baue wieder zu. Ja, bau okay. zu. Du, hier war gar nichts. Okay, so, dann lass uns jetzt schnell, ich hoffe, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, lass uns da auf diese Insel schwimmen. Ja. Oder irgendwo halt an den Rand. Warte, komm mit, da hinten sind noch ein paar Creeper, ich hole noch ein paar Creeper, okay? Und mhm. dann... Da sind noch die Schweine, die töte ich auch schnell. Genau, wir sollten aber zusammenbleiben, denk dran. Ja, ich bin genau bei dir. Okay. Hinter dir, ja, direkt eigentlich, hinter okay. dir. Und Render Distance Extreme kommt mir gerade doch ein bisschen zu extrem vor. Was wir total vergessen haben zu testen ist, ob auf dem Server, ob wir Spieler, wenn die total weit weg sind, ob wir die auch sehen, weil wenn nicht, kann ich mir die Render Distance Extreme sparen. Stimmt, ne? Ja, spart Performance. Schon. Sollten wir nach der Folge auf jeden Fall machen. Am besten mit allen Teilnehmern auf einer Random Map. Nicht erschrecken. Ja, ich das kann tödlich sein. Skelett und so, hat ein bisschen nach Eisenrüstung ausgeschaut. Wir brauchen noch einen Gunpowder, weil wir haben offline mal beide getestet, wie wir mit unserem Eisenalm hinkommen. Aber weißt du was, ich habe gerade voll keinen Bock auf die Mobs. Da hinten ist noch ein Creeper, 2, komm mit. Oh, fuck. 3. Ja, ich komm. Weil die Skelette, die nerven mich halt total. Ich bin auch angespannt, aber hier, weißt du, ich habe hier auf dem offenen Feld weniger Angst als dort in der Nähe von unserem Haus und unsere Kiste und so, weißt du? 1000 Spinnen. Ja, komm mit, wir schwimmen. Da hinten ist so eine kleine Dirtinsel, da gehen wir hin, okay? Da drauf. Siehst du die? Jo. Ich schwimme jetzt aber nicht mit dem Boot dahin, weil das geht dann eh wieder kaputt und ich habe nur noch 2. Weil Reserven sollten wir schon haben. Ne? Ja, komm, wenn wir uns da auf diese kleine Insel stellen. Ja, das ist kein Problem. Haben wir eine richtig gute Übersicht und wir sehen die, bevor die uns angreifen können. Oder wovor hast du jetzt Angst? Ja, allgemein, dass irgendjemand kommt oder hier in der Nähe ist. Ja gut, aber das jetzt ist alles gut, weil wir sind weg von der Kiste und von unseren Betten und allem. Ja, und wenn wir hier in der Nähe sterben sollten und wir respawnen in den Bettenraum, sofort sneaken, ne? Weil dann ist es scheiße. Ja. Gut, dann machen wir zuerst die MP44, ja? Nimm mal du die Sachen hier und crafte mal. Ich habe voll keinen Platz. Warum habe ich eine Tür in meinem Inventar? Oh. Dann schmeiß mir einfach irgendwas rein. Ja, so, das habe ich jetzt reingeschmissen. Also. Warte, Gunpowder habe ich auch noch. Gib mir gerade. Ah, so, mein Bogen. Du guckst? Ich schaue gleich die ganze Zeit. Ich habe nur schnell das Gunpowder noch gegeben. Guck einfach mit Optifan und immer. Du sneakst dich am besten einfach. Okay. Ja. So, soll ich zuerst MP44, richtig? Gut. Ja, 2 MP44. Fuck, wir haben kein rohes Holz, das brauchen wir dafür, für die MP44. Nein, welches? Oakwood natürlich. Es geht nur Oakwood, das haben wir auch getestet. Soll ich schnell holen oder wollen wir zusammen? Das machen wir alles schön zusammen, mein lieber Fix. Meinst du? Ja, natürlich! Ja, aber jetzt dann mit Boot, Alter. Ja klar, das machen wir jetzt mit Boot, scheiß drauf, wenn es kaputt geht. Hast du noch? Lass es doch hier stehen. Nee, das lassen wir nicht hier stehen. Das sieht voll auffällig aus. Wolle brauche ich auch nicht. Hast du eine Axt? Gesetzt. Ja, habe ich. Okay. Habe ich schon drin im Ding. So, dann tausche ich das durch einen Lava-Eimer. So. Dann schwimmen wir ganz schnell dahin und holen Oakwood. So, ein halber Stack sollte reichen für uns beide. Ich baue das ganz schnell ab. Das Boot mache ich jetzt, glaube ich, gleich kaputt. Aber wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Du musst nur ganz langsam an... Oh Gott, ich bin zu schnell. Okay, mein Boot. Ja, das geht halt total schwer. Und ja, das ist echt. Weil wenn du dann aussteigst, schwimmt es auch manchmal weg und so. Das ist richtig nervig. Ja. Aber meins habe ich jetzt behalten. Warte, ich wehr die Mobs ab und du baust ab, okay? Ja, ich habe schon einen Baum. Ist es das Helle oder das Dunkle, was du gerade abgebaut hast? Eichenholz ist es, ne? Ja, das brauchen wir. Hab ich. Okay, geh nicht so weit in den Wald rein. Ich sneak schon. Ja, trotzdem. Wenn wir uns sehen und uns durch den Wald angreifen, ach du Scheiße. Hast du die Waffe auf den ersten Slots oder so? Du ganz schnell? Ich bin voll Kampf. Oh Mann, ey, diese Anspannung hier. Das wäre voll cool, wenn hier Äpfel droppen würden. Wir wissen halt gar nichts, ne? Nee, wissen wir nicht. Ja, die Bäume, die droppen sogar Äpfel, also von daher. Ja, wir machen uns aber, glaube ich, später einen Goldapfel oder vielleicht sogar einen OP-Goldapfel. Weil jetzt lohnt sich das noch nicht. Aber wenn die echt einen Apfel essen, sollten erstmal nicht gegen die kämpfen, ne? Okay. Wie viel Holz hast du? Warte, ich nehme noch den Baum mit. Ich habe 29 Holz. Ja, komm, reicht. Das reicht. Meinst du? Ja, das reicht. Warte, ich nehme noch die 3 mit. Okay. Ja, nimm mit. Auf geht's. Nee, komm nimm mit, weil ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir doch noch was. Okay. Hast du? Ja, ich kann noch mehr mitnehmen. Ja, dann nimm noch ein bisschen mit. So ein Stack wäre schon gut. Kannst du, bei mir ist ein Skelett. Nee, ein Stack ist zu viel. Ich nehm das Skelett. Nee, bau du ab, ich hol das Skelett, ich hol's. Okay. Alter, Ende. Ich dachte schon, ein Gegner guckt mich an. Oh, okay, 40 habe ich. Komm, das reicht, ja. Ist ein Apfel gedroppt irgendwo? Oder sollen wir, damit wir unsere Ruhe
haben ganz da hinten wieder auf dieser eine Insel schwimmen, nee, weil so wird es die gar nicht weg. Lass weil das wäre voll einfach chillig. Dann, okay, dann ja, auf aber die. Ich, wenn einer schaut, du machst ja eh die Waffen, also ich schau dann einfach und dann geht es schon. Okay, alles klar. Ich schau auch noch mal ein bisschen. Gesundheit. Okay. Oh, geh nicht kaputt. Nein, gut. Mein ich hab jetzt einfach aussteigen. Ja, wenn ich jetzt so einfach aussteige, dann ist das wieder. Oh, das ja. ist so nervig. Boote sind so, der größte Bug überhaupt in Minecraft. Okay. Ich mache uns gleich neue Boote, okay? Boote. Warte, ich habe jetzt eh keinen Schmeiß. Achso, das brauche ich ja. Aber nee, halt bitte Ausschau. Immer nur einer craften, okay? Ja. Okay. So, ich habe den. Vom Wasser werden die kaum aber kommen, wenn die oder? Doch. Ja, von da hinten nicht, aber. Schau mehr in Richtung ja, Land, aber so ab und zu kurz im Wasser. Beim Wasser siehst du sie sofort. Ja. Im Wasser wirst du sie sofort sehen, nur am Land halt nicht. Guck auch da nach rechts und nach links, so alles. Ja, ich schau komplett. Okay, ich crafte schon, ganz ruhig. So. Komplett außenrum. So, hier hast du deine MP44. Ich mach dir auch sofort ein Magazin, das du laden kannst. So, bitteschön. Boah, die ist stark, ne? Die ist ganz gut, ja. Mensch, das hat mir doch alles getestet. Ne? Genau. Okay. So. Am besten, weiß nicht, haben wir genug für zwei Magazine? Ich weiß ich werd für uns, klar, das haben wir alles ausprobiert. Ich bin alles nur gerade selber, ey. Ich will jetzt nichts Falsches machen, weißt du? Ich auch nicht. Ich kann mir gerade selber, ich habe nicht genug Eisen, okay. Wir haben uns eine neue Welt generiert und haben da alles getestet mit den Rohstoffen, die wir so bei uns haben. So, dann habe ich jetzt ein Magazin, das lade ich auch einmal. So, bis dann jetzt sehe ich noch nichts. Okay, es wird auch gleich Tag, das ist gut. Dann können wir die Pferde holen und gleich abhauen, wenn wir alles gemacht haben. Und dann erstmal suchen, so. Alter, und dann wird geschlachtet. Nochmal ein Magazin für mich hier und dann mache ich dir jetzt auch noch gleich eins. Ein Ersatzmagazin. So, dann muss ich mir nochmal. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob das mit dem Eisen so genau hinkommt. Ich glaube, wir haben irgendwas vergessen. Als wir meinst du? Haben wir die Magazine? So, das noch eins. Ich weiß es nicht. Ja, wir hatten die Magazine nicht einberechnet, genau. Nicht? Nee, hatten wir nicht. Okay. Wir haben gesagt, wir finden vielleicht noch ein bisschen Eisen. Also ich glaube, wir können uns jetzt entweder in der K98K, warte, ich mache jetzt mal alle 6 Eisenblöcke zu Eisen. Das sind 62, okay. Willst du noch eine Waffe machen? Ich weiß nicht. Ja, ich könnte mir, wir wollten uns doch, also was wir beide uns überlegt hatten, war, dass wir beide uns eine Sniper machen, weil das hatten wir getestet. Wenn wir beide bei einer Eisenrüstung auf den Kopf treffen und beide gleichzeitig schießen, dann müsste der tot sein, weil wir auf dem Kopf, auf einen unenschadeten Eisenhelm zieht das zieht die K98K 6 Herzen ab. Und wenn wir beide gleichzeitig schießen. Schutz 1 auch, glaube ich sogar. Bei Schutz 1 auch. Bei Schutz 2 ist es schon ein bisschen weniger. Und von hier bis zum Land ungefähr, auf die Entfernung hört man es nicht mal mehr. Genau. Schießen. Ab einer bestimmten Entfernung hört man das gar nicht mehr. Das heißt, die würden einfach so, what the fuck, warum bin ich jetzt tot? Tot, Alter. Nee, ich glaube, das reicht doch. So, dann mache ich mir jetzt einmal die Piat. Das habe ich mir die Piat gemacht. Ich, asoziales Arschloch, das immer nur an mich selber denke, ne? Mach doch. Ich so, habe das in meinen Kommentaren gesehen, Alter. Die lade ich auch gerade einmal. Wie er geschrieben hat, ey. Das war der eine da, ne? Die Schuld. Habe ich dir die Schuld gegeben? Ich habe dich danach richtig zugeheult, ne? Nee. Dass du an allem schuld bist. Doch, habe ich. Einfach keine Ahnung, Alter. So, oh mein Gott, ich habe so viele Waffen. Ich habe 3 Waffen. Das werden zu viele Waffen, ey. Wir müssen dann wir legen einfach die Stan, wenn wir die Ruhe haben, legen wir eine, entweder MP40 oder die Stan in die. Ich würde sagen, die MP40, weil von der haben wir weniger Magazine, in die versteckte Kiste als Ersatz, okay? Dass wir so eine Ersatzwaffe schon mal haben. Genau. Ah, du hast mir nochmal MP44 Magazin, okay. Genau, perfekt. Dann hast du jetzt eins in der Waffe und eins so, ne? Und wir brauchen Glas. Hast du Glas? Pass auf, wir brauchen insgesamt 8 Glas für K98K Sniper. Okay, warte, ich. Hast du einen Ofen? Ja, nicht einen Ofen, ich habe einfach den. Kannst du den Sand nehmen hier unten? Ja, ich sammle gerade mal auf. Okay, ich mach schnell einen Ofen. Mit natürlich Blick auf aufs Land. Auf. So, das sind 10. Das ist perfekt. Ja. Okay. Weil was halt wieder total heikel wird, wird sein, die Waffenboxen zu verstecken. Dann müssen wir auch wieder total schnell sein. Schnell hin, aufmachen und sofort wieder weg. Dann zu den Pferden, auf die Pferde setzen und abhauen. Erstmal aufs offene Feld. Offenes Feld ist immer super. Die Gegner sehen eins zwar total leicht, aber wir sehen auch die. Und das Wichtigste ist halt auch einfach immer zusammen zu bleiben. Oh, ich bin gerade echt ein bisschen arg aufgeregt, Leute.
Ja, mich auch, ne? Ich weiß nicht. Weil wir haben gerade mit allen Teilnehmern gesprochen und alle sind draußen und suchen, haben sie uns alle erzählt. Alle sind draußen. Oder suchen, oder? Genau. Keine Ahnung. Daher kommt halt gerade auch leider einfach die Aufregung. Dann wir hätten in der Nacht schauen müssen, ob wir irgendwo Lichter gesehen hätten oder so. Ja. Sechslager, keine Ahnung. Naja, gut. Jetzt so, da gebe ich dir die Sniper, ne? Okay. Noch ohne Magazin. Alter, Mann. Und ein Magazin mache ich dir jetzt auch gleich noch. Das reicht, wir haben dann sogar noch Eisen übrig, das ist perfekt. Aber nur ein Magazin. Ja, nur ein Magazin, genau. Das kannst du gerade schon mal laden. Lad's gerade rein. Zack. Alter. Okay, das ist ein Sniper-Gewehr. Und ganz, ja, die MP40, die legen wir uns rein und dann, weil ansonsten haben wir echt zu viele Waffen im Inventar. Okay. Wir sollten niemals so viele Waffen mit uns rumtragen, weil wenn die Gegner die dann haben, super, ne? MP40 rein und dann MP40 geht und die Waffenboxen und alles Eisen und alles Gunpowder geben wir da rein. Weil das reicht. Schmeiß mal kurz. Das sollte reichen für Gegner. Ich habe noch extrem viel rohes Fleisch. Das legst du auch da rein. Ja. Und wie viel Fleisch zum Essen hast du mit? 11 habe ich noch. 11, okay, das ist ein bisschen. Ja, nehmen wir das mit, weil das verlierst du schneller, als du denkst. Ja. Weil wir haben noch genug Schweinefleisch in der versteckten Kiste, falls wir sterben sollten. Gerade kurz. Okay, wir sind fertig eigentlich, ne? Ich muss mir noch eine Karre machen, so, die habe ich mir jetzt eben gemacht. Okay, ich habe aber schon. Ich muss gerade mal ein bisschen Crap wegwerfen. So. Und dann brennen wir da. Alter, so viel Fleisch, Junge. Ja, ich hab's einfach. So, die MP40 lege ich mir da auch schon mal gerade weg. Und dann mache ich das so. Dann für mich noch ein Magazin für die Karre. Und, Junge. Oh Mann, Alter. Ah, ich habe nochmal 11 Fleisch. Ich hab wir sind ausgerüstet. Fleisch. Okay, wir legen doch noch ein bisschen Fleisch da rein. Ja, gut, aber ich würde sagen, hast du Platz bei dir im Winter? Ja, ich kann alles mitnehmen. Okay, nimm das mit. Dann soll ich dir auch Gunpowder und das Eisen geben? Ja, aber wir packen alles in die Kiste, ne? Hast du eine Eisenspitzhacke? Ja. Eine gute? Oder geht die bald kaputt? Die geht bald kaputt. Warte, dann machen wir uns beide noch mal Eisenspitzhacken, weil ich laufe gerade die ganze Zeit mit der Diaspitzhacke rum, was auch ein bisschen suboptimal ist. Ach verdammt, jetzt hast du auch. So, die machst du mir eine mit? Weil ich habe glaube, ich kann. Mache ich gerade 2 Stück. Und Schwerter reichen ja noch aus, ne? Okay. Und das Sharpness 1 Schwert gebe ich auch in die Truhe. So, da liegt deine Spitzhacke. Ja, ich baue ab. So, dann würde ich sagen. Also, das kommt so alles auf die Kiste. Ich auch, mega. Ich weiß nicht. Warte, hast du uns noch Boote gemacht? Ja, ich habe 2 Boote halt, habe ich. Warte, gebe ich dir noch Gunpowder? Ich bräuchte noch ein Boot. Ich hab dann nur noch 1. Ja, dann habe ich jetzt, egal, dann nimm du das, ja. Okay. Das ist doch wieder kaputt geht. Gut, dann schwimmen wir da jetzt hin. Lass mich ohne Boot schwimmen, komm. Ohne Boot? Willst du echt da übers Land gehen? Ja, oder nicht? Ja, ich würde schon übers Land gehen. Okay, dann gehen wir da übers Land. Warte, ich muss Essen mein Inventar machen, gleich wenn wir an Land sind. Oh, da wird schon keiner kommen jetzt, ey. Ja, das könnte halt schon, das Problem ist, wenn die uns sehen, wir die aber nicht sehen und dann wissen die genau, wo wir unsere wertvollsten Sachen drin haben. Das wäre richtig scheiße. Warte, ich muss kurz Essen in den Slot legen. Okay, ja. So. Ja. Okay. Hast du auch Sand in dem Slot, dass du die Kiste gleich zumachen kannst? Nee, habe ich nicht. Okay. Aber kann ich machen. Machen wir dann gleich. Mach ich mir gleich. Warte, ja. Ich habe halt gerade das Inventar ein bisschen voll. Warte, ich nehme hier schnell Sand mit. Okay. Ich halt auch schon. Okay, ich hab Sand im Inventar. Warte, ich guck mich mal ein bisschen um. Kurz die Lage abchecken. Du bist das alte Adlerauge, ey. Ohne Spaß. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade so leider ein bisschen Chunk-Bugs. Ich konnte gerade zum Beispiel eine Schlucht reinsehen. Leicht. Okay. Lass du mal hinbauen. Nee. Jetzt will ich echt nicht in eine Höhle gehen. Mit allen Gefahren, die kommen könnten. Stell dir mal vor. Fix, du bist ein bisschen zu weit weg. Komm, wir pushen uns langsam ran. Wo bist du? Ah, da. Ja, jetzt stell dir mal vor, die sind hier drin, ey. Glaube ich nicht. Wir würden Namensschilder sehen. Meinst du? Ich denke schon. Warte, ich mach kurz den Sound ein bisschen lauter. So. Boah, da ist eine Höhle auch. Da gehen wir nicht rein. Ja, nee. Dieses Alter, das muss ich abstellen. Das macht mir, Ding, ey. Das macht mir hier die Hölle heiß. Aber die Folge ist auch zu Ende. Ja, Folge. Und damit disconnecten wir jetzt. Die ist schon wieder total überzogen. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Bis dann. Tschüss.